Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Eine Woche, die lesetechnisch relativ gut gelaufen ist, mit zwei kleinen Highlights, einem tollen Hörbuch, aber auch einer irgendwie Enttäuschung, was ich unglaublich schade fand und es überhaupt nicht habe kommen sehen. Aber ja, zudem war ja dann am Wochenende auch das Booktuber-Treffen in Münster und ich muss ehrlich sagen, Münster ist eine ganz, ganz, ganz tolle Stadt. Der liebe Thorsten hatte ja sozusagen in seine Heimatstadt eingeladen und ich habe mich ab der ersten Minute in Münster unglaublich wohl gefühlt und es war wirklich so ein richtig schönes Gefühl in dieser Innenstadt und wir haben natürlich auch ein paar Sehenswürdigkeiten gesehen und hatten dann auch einen ganz, ganz tollen Abend und auch noch Sonntagmorgen, da waren wir in einem Antiquariat, das wirklich großartig sortiert war und ich auch so ein bisschen zugegriffen habe an Büchern, böse, böse. Das werdet ihr aber, denke ich, dann in meinem Neuzugängen-Video nächste Woche sehen. Es wird auch einen kleinen Vlog geben. Ich habe ein bisschen was gefilmt, leider gefühlt mal wieder alles Mögliche vergessen, aber zwischendurch immer mal dran gedacht. Und da werden auf jeden Fall ein paar Impressionen kommen. Und ich bin halt auch einfach nicht der klassische Vlogger. Das merke ich da immer wieder, dass ich einfach viel lieber den Moment so echt und live aufnehme, als eben mit einer Kamera. Und aber Münster war wirklich großartig. Und jeder, der noch nicht in Münster war, sollte sich das mal angucken, wenn er die Gelegenheit dazu hat. Und ich fand es auch einfach schön, liebe Menschen wiederzusehen. Und es war wirklich, und auch neue natürlich kennenzulernen. Und es gab auch einen Primark in Münster. bin ich fündig geworden mit ein bisschen Harry Potter Merch. Und da kriegt man mich halt immer. Aber ich denke, jetzt machen wir einfach mal ein bisschen weiter mit den Büchern. Ansonsten war die Woche ja sehr sommerlich, sehr schön und auch das Wochenende war wirklich sehr schön und sonnig. Wir hatten nur einen Platzregen Samstagabend in Münster, ich glaube so um 18 Uhr, wo es Tanja und mich komplett nass erwischt hat. Aber das guckt euch einfach mal im Vlog an. Ansonsten genieße ich auch jetzt gerade die Sonne, beziehungsweise musste ich sie tatsächlich ein bisschen aussperren, weil wir haben hier komplett Südseite und die Wohnung würde sonst einfach sich unglaublich aufheizen. Dementsprechend ist es jetzt vielleicht auch so ein bisschen dusterer, als ihr es sonst gewöhnt seid. Aber ich denke, ich bin immer noch hell genug und erleuchtet und damit wir hier im Grunde auch ein bisschen was drehen können. Ja, das erste Buch, was ich beendet habe, war am Wochenende Azurblau für zwei von Emma Sternberg, wie auch immer wir sie aussprechen wollen. Hier habe ich das Hörbuch gehört. Ich kannte die Autorin von Fünf am Meer, auch bereits ein Buch, was ich gehört habe und hatte mich hier sehr auf dieses Buch gefreut und habe es auch wirklich am Wochenende weggesuchtet. Parallel so ein bisschen schon gelesen habe ich Arthur und die Farben des Lebens von Jean-Gabriel Cousset. Ein Buch, wo ich so mit ganz wenig Erwartungen rangegangen bin, wo mich aber der Klappentext total angesprochen hat und auch das Cover und ich mega gespannt auf diese Geschichte war. Dann habe ich Science Fiction gelesen. Ich bin viele von Dennis E. Taylor. Der erste Teil einer Dilogie, wenn ich mich nicht täusche, zumindest ist schon bekannt, dass der zweite Teil im November oder Dezember erscheinen wird. Und es geht hier ums Bobbyverse. Grandios, ich kann schon so viel sagen, grandioses Buch. Und dann, leider so ein bisschen die Enttäuschung der Woche ist Palace of Fire von C.E. Bernard, die Kämpferin, der dritte Teil und auch letzte Teil dieser Trilogie. Und warum das so ein bisschen eine Enttäuschung ist, dazu dann natürlich später mehr. Aber wir starten wie gewohnt natürlich so ein bisschen der Reihe nach, wie ich die Bücher in der Woche beendet habe. Und wir starten mit Azurblau für zwei von Emma Sternberg. Wie gesagt, ich kenne von der Autorin Fünf am Meer, was, glaube ich, vor 2 Jahren erschienen ist, wenn ich mich nicht so richtig täusche. Und das Buch hatte mir damals auch als Hörbuch unglaublich gut gefallen. Und als ich jetzt gesehen habe, dass von der Autorin was Neues kommt, dachte ich, das ist auch wieder so ein schöner, sommerlicher Wohlfühlroman, den man am besten hört. So ein Genre klappt bei mir tatsächlich am besten übers Hören. Ich glaube, lesemäßig würde es mir, glaube ich, gar nicht so den Spaß bereiten, wie es beim Hören der Fall ist. Die Sprecherin ist Fanida Karun, die auch, glaube ich, damals schon das ihr Hörbuch gesprochen hat.
und die jetzt auch diese Reihe Bäckerei am Strandweg gesprochen hat und die mir tatsächlich für eine Sprecherin sehr, sehr gut gefällt. Ich bin sonst nicht so für Sprecherinnen, weil ich da das Problem habe, wenn ich die Geschwindigkeit ein bisschen hochdrehe, dass Frauen sehr oft schrill dann klingen und irgendwie das nicht so angenehm da mehr ist wie bei einem Mann. Bei ihr, Vanita Karun, kann ich aber sagen, dass mir die Stimme auch in einer anderen Geschwindigkeit noch sehr, sehr gut gefällt. Ja, in dem Buch geht es um Isa, die uns mitten nach Berlin erstmal mitnimmt und sozusagen direkt um die Ecke gefühlt wohnt, die gerade arbeitslos ist und eine Assistenzstelle in der Zeitung entdeckt für Recherche und Schreibarbeiten auf Capri. Und sie denkt sich, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und schwupps bekommt sie einen Anruf von einer sehr bekannten Bestseller-Autorin, die sie eben nach Capri einlädt, um dort im Grunde ihre Memoiren zu schreiben, beziehungsweise mit ihr zu recherchieren und eben für sie zu schreiben. Und so reist sie sehr, sehr spontan von Berlin los nach Italien und trifft dort eben auf eine Bestseller-Autorin in den fortgeschrittenen Jahren, die im Grunde auch so ein bisschen ihre Lebensgeschichte erzählt. Und wir haben eben hier nicht nur die Lebensgeschichte von der Schriftstellerin Mizi, die so allerhand bereithält, sondern natürlich erleben wir auch so ein bisschen La Dolce Vita, Treffen auf gut aussehende junge Männer und besonders der Polizist Luca hat es unserer Isa so ein bisschen angetan und wir erfahren natürlich ein bisschen was über das Leben dort, natürlich auch so ein bisschen über Isas Leben, über das von Mizi und natürlich auch so ein bisschen um die Charaktere drumherum und das eben alles im wunderschönen Italien-Feeling und genau das ist das, was mir, glaube ich, unglaublich gut gefallen hat. Es war ein sonniges Wochenende und ich bin nach Italien gereist. Und das hat für mich Emma Sternberg wirklich unglaublich gut gemacht. Man hat eine flüssige Geschichte, man hat tiefgründige Charaktere, man hat auch weitreichend zurückreichende Charaktere. Also die haben ein Leben, das sie uns im Grunde näher bringen können. Wir treffen auf Charaktere, die trotz, wenn sie vielleicht nur kurz in der Geschichte auftauchen, trotzdem so viel einen mitgeben und dalassen und zur Geschichte beitragen, was ich schon bei 5 am Meer ganz toll fand. Und man spürt das hier eben auch. Und ich mag es einfach, dass es nicht so eine oberflächlich vor sich hin plätschernde Geschichte ist, sondern wir haben Mizi, die ein interessantes Leben geführt hat, der aber auch allerlei Dinge in ihrer Jugend und Kindheit passiert sind und sie das im Grunde bis heute noch irgendwie verfolgt. Und sie das im Grunde auch einfach aufschreibt und auch wir haben Isa, die natürlich auch schon allerhand in ihrem jungen Leben so ein bisschen erlebt hat. Und so sind die beiden irgendwann ein eingespieltes Team und dazu dann natürlich so dieses italienische Feeling und was tut man eben, wenn man im Grunde an dem Urlaubsort auf einmal wohnt und dort arbeitet und das finde ich ist ganz, ganz toll rübergekommen. Man hatte wirklich italienisches Gefühl. Ich habe unglaublich gern und viel an diesem Wochenende gehört, einfach um dieses Wohlfühlgefühl im Grunde richtig intensiv zu spüren. Und das hat man absolut gemerkt. Und man spürt förmlich die Sonne Italiens auf der Haut. Und das war wirklich ganz besonders und großartig gemacht. Zudem sind auch die Dialoge zwischen den einzelnen Charakteren sehr tiefgründig, sehr echt. Und es fühlt sich in keinster Weise irgendwie gekünstelt an, sondern man hat wirklich den Eindruck, das könnte alles so irgendwie wo auf dieser Welt passiert sein. Und das hat mir auch einfach sehr viel Spaß gemacht. Denn das ist auch was ich jetzt schon zum zweiten Mal von der Autorin gewöhnt bin und auch erleben darf, dass sie nicht nur die Geschichte der Protagonistin erzählt, sondern eben auch immer eine ältere Generation sozusagen hat, einen älteren Menschen, oder es war ja am 5 am Meer, waren es ja noch mehr ältere Menschen, die da in diesem Hotel gewohnt haben, in dieser Wohnung. Und man hat eben im Grunde so ein bisschen diese Generationen, die halt ein bisschen anders ticken, die auf andere Dinge Wert legen, aber trotzdem passen sie irgendwie so ineinander. Und das fand ich hier bei Azur Blau für 2 auch wirklich ganz großartig gemacht. Und es hat mir sehr viel Hörspaß bereitet. Die Geschichte war natürlich schon ein bisschen locker, leicht, aber eben auch in den richtigen Momenten tiefgründig, was ich eben auch durchaus wichtig finde, dass sie das ist, weil sonst eben so eine Geschichte auch einfach nicht unterscheidbar ist von anderen Stories. Und das hat mir hier wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich kann die Geschichte absolut empfehlen. Auch das ungekürzte Hörbuch kann ich empfehlen. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Das ist über Audible erhältlich und ich habe es wirklich sehr genossen, dieses Hörbuch zu hören und es war auch gefühlt im Schwupps
war es beendet und ja, es hat einfach Spaß gemacht. Nicht nur eben das Hören selbst, sondern eben auch die Geschichte, die Charaktere, was so drumherum passiert, hat mir wirklich große Freude bereitet und ja, kann ich absolut empfehlen. War also ein kleines Highlight für mich. Ja, auch das nächste Buch war im Grunde ein kleines Highlight für mich und zwar Arthur und die Farben des Lebens von Jean-Gabriel Cousseau. Ja, spreche ja kein Französisch, von daher kriege ich den Nachnamen nicht so richtig hin, aber ich, ja, im Titel seht ihr ja, wie er geschrieben wird. Das Buch ist mir in der Buchhandlung aufgefallen, als ich mit einem guten Freund unterwegs war und er mir das so ein bisschen gezeigt hat und dann habe ich mir den Klappentext durchgelesen, habe es abfotografiert und bin sehr froh, dass es mir der Verlag dann auch zur Verfügung gestellt hat. Und bereits die Widmung hatte mich im Grunde schon gecatcht und zwar für alle, die mit dem Herzen sehen. Und da dachte ich schon, ja, die Story fängt auf jeden Fall schon mal gut an. Das hat mich direkt auch angesprochen und hat mir sehr gut gefallen. Da dachte ich, ach, es kann eigentlich ja nur gut werden. Ja, wir treffen hier, wie der Titel es schon verrät, auf Arthur, der nach einem sehr erfolgreichen Leben irgendwie komplett abdriftet in Alkohol, in Arbeitslosigkeit, in Verzweiflung, in Depressionen. Und ja, am Ende ist er im Grunde sogar Alkoholiker und ja, seine Arbeitsberaterin vermittelt ihnen dann einen Job, denn sonst würde sie ihm den Geldhahn im Grunde abdrehen und das kann er natürlich nicht gebrauchen. Er braucht irgendwie sein Geld und so beginnt er als einfacher Arbeiter in einer Buntstiftfabrik, ja, die allerdings ja nicht sehr erfolgreich ist und doch sehr tiefe rote Zahlen schreibt. Und ja, es ist dann im Grunde relativ schnell soweit, dass diese Fabrik schließen muss. Und aus ja, so ein bisschen Wut und Frust verbraucht Arthur alle Farbpigmente innerhalb dieser Buntstiftfabrik, die vorhanden ist, die eben noch als Vorrat da ist. Und mit ja, jedem Aufbrauchen der Farbe verschwindet die Farbe auch auf der Welt, so ganz langsam. Und die Menschen ja, sehen irgendwann nur noch schwarz-weiß und ja, erst denken sich die Menschen, oh, irgendwie bin ich krank, weil wenn man das allein vielleicht hat und sieht am nächsten Tag nur schwarz-weiß, denkt man ja, es liegt noch an einem selbst. Aber spätestens als die Menschen eben miteinander sprechen, merkt man, okay, die ganze Welt ist davon im Grunde betroffen. Denn es liegt an Arthur und nun eben auch an seiner blinden Nachbarin, ja, die Farben wieder zurück ins Leben der Menschen zu bringen. Und da haben sich zwei sozusagen gefunden, die diese Aufgabe im Grunde irgendwie lösen müssen. Es ist, und ich glaube, es klingt bereits so beim Erzählen, eine unglaublich skurrile Geschichte. Ja, über das Leben, über die Menschen, über die Farben und auch über dieses Schwarz-Weiß, was das eben so ein bisschen bedeuten könnte für uns. Und natürlich ist damit nicht nur die echte Farbe gemeint, sondern man kann das natürlich auch so ein bisschen sinnbildlich übertragen. Und ich habe mir am Anfang tatsächlich so ein bisschen schwer getan mit der Geschichte und dachte, wo geht das hin? Aber umso mehr ich eingetaucht bin, umso mehr hatte mich die Geschichte und umso begeisterter war ich von den Dingen, die zwischen der Zeilen standen, zwischen diesen ganzen Charakteren, was da im Grunde passiert, zwischen den Menschen, was Farben für eine Bedeutung haben. Man erfährt hier, warum Taxis gelb sind und wo so solche Dinge herkommen, was ich wirklich großartig fand. Und es ist ein sehr schöner, langsamer, poetischer Schreibstil, der mir unglaublich gut gefallen hat, wenn man denn so mal nach 30, 40 Seiten drin war. Der war dennoch flüssig und er war leicht und man kommt trotz des ja etwas schwereren Themas und auch dieser poetischen Sprache sehr gut dann irgendwann in dieser Geschichte zurecht. Und es gibt unglaublich viel Humor und Sarkasmus, den ich überhaupt nicht erwartet habe bei dem Thema, bei dem Buch. Was mich total überrascht hat, er mich aber komplett gecatcht hat. Also das war wirklich großartig vom Stil her, von der Sprache her und ja, wie toll im Grunde einfach diese Geschichte rübergekommen ist. Es ist ein sehr, sehr großer Sprachschatz, der uns der Autor hier schenkt, der mich persönlich sehr, sehr tief ja, berührt hat und auch angesprochen hat und mich dadurch eben einfach sehr mitgerissen hat in dieser Geschichte und mich auch wirklich absolut überzeugt hat und mich ja so ein bisschen gedankenvoll dann auch hat zurückgelassen. Und ich fand eben auch mega spannend, was wir über Farben erfahren, über deren Bedeutung, warum manches so ist, wie es ist und wie das alles irgendwie gefühlt zusammenhängt. Und das fand ich auch mega interessant. Zudem ist auch Arthur ein Charakter, der mal ganz anders ist, der irgendwie hervorsticht aus der Charakterenwelt
und der auch in Kombination mit seiner blinden Nachbarin, also das wirklich ein ganz interessantes Zusammenspiel ist, das mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und auch mich sehr, ja, begeistert hat und mich, ja, eben auch wirklich begeistert zurückgelassen hat und ich sehr, also, ja, sehr fasziniert davon war, was die Geschichte auch in mir ausgelöst hat, denn es sind sehr viele Emotionen, die freigesetzt werden und also damit meine ich nicht unbedingt, dass man zu Tränen am Ende gerührt ist, aber dass so was in einem arbeitet und einen mitnimmt. Und das fand ich wirklich großartig gemacht. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß in diesem Buch gemacht. Und wer eben ein bisschen was Ernsteres sucht, mit einer Portion Sarkasmus und ja, mit einem sehr besonderen poetischen Schreibstil, der sollte sich Arthur und die Farben des Lebens ja unbedingt mal ansehen und dann eben überlegen, wie er zukünftig so mit Schwarz-Weiß und Farbe umgeht. Also wirklich auch hier ein Buchtipp von mir. Und das nächste ist dann nicht nur ein kleines Highlight, sondern ein absolutes, echtes, großes Highlight, das ich absolut in mir aufgesogen habe, dass ich absolut verschlungen habe, dass ich wie die Luft eingeatmet habe. Und zwar, ich bin viele von Dennis E. Taylor. Das ist der erste Teil der Bobbyverse-Reihe, Bobbyverse abgeleitet so von Universe, Bobbyverse. Der zweite Teil wird im Dezember erscheinen und soweit ich das jetzt herausgelesen habe, wird es auch nur eine zweiteilige Reihe, also eine Dilogie. Und es könnte durchaus sein, dass es eine Trilogie wird, aber ja, so habe ich das zumindest rausgelesen. Und ich habe dieses Buch irgendwann irgendwie wo entdeckt und ich bin ja grundsätzlich immer mal gerne ja, ein Science-Fiction-Leser. Und wenn es dann noch so ein bisschen humorvoll ist, ja, trifft es im Grunde meine Geschmäcker. Ja, absolut. Wenn man da zum Beispiel auch an den Marsianer denkt, der ja ein ähnlicher, humorvoller Science-Fiction-Roman ist und so ein bisschen Ähnliches hat man hier natürlich auch erwartet. Und ja, wir treffen hier auf Bob. Wem überrascht das? Ja, der 2016 beginnt, glaube ich, die Geschichte. Und ja, er sorgt im Grunde irgendwie vor, denn er möchte, weil er ja so ein toller Typ ist, nicht in Vergessenheit geraten. Und sollte er eines Tages sterben, möchte er, dass sein Kopf im Grunde zumindest eingefroren wird und irgendwann es möglich sein wird, dann auch als Kopf oder mit einem anderen Körper dann im Grunde weiterzuleben. Und ich glaube, darüber haben wir alle wahrscheinlich schon mal nachgedacht, ob wir uns einfrieren lassen und irgendwie in 100 Jahren wieder auftauen lassen. Insofern, also es funktioniert natürlich anders, aber ja, doch es geht ganz schnell. Und ja, kurz nachdem er den Vertrag abgeschlossen hat, ja, stirbt Bob auch schon. Und wir treffen ihn 117 Jahre später, im Jahr 2133. Haut das jetzt hin? Ich glaube schon. Ja, treffen wir ihn wieder. Allerdings, ja, ist das nicht so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat. Denn Bob hat keinen Körper mehr, sondern fungiert innerhalb eines Computers als künstliche Intelligenz, die eben gar nicht so künstlich ist. Denn Bob ist natürlich, ja, eigentlich ein echter Mensch gewesen mit echter Intelligenz und einem echten Gehirn. Und man hat die Dinge aus seinem Gehirn im Grunde übertragen, um sie dann eben als ja, PC, also wenn man das so nennen möchte, im Grunde zu verwenden. Denn die Welt steht gefühlt vor dem Abgrund und Bob soll sich eben mit seinem Wissen, das er hat, ja, dafür qualifizieren, um im Universum nach einem neuen Planeten für die Menschheit zu suchen, um das Überleben der Menschheit im Grunde zu sichern. Und so machen wir uns mit der künstlichen Intelligenz Bob im Grunde auf dem Weg ja, zu den Sternen und erforschen diese. Und das alles in Kombination mit der Möglichkeit, dass Bob sich im Grunde selbst klonen kann, beziehungsweise einen Datenabzug von sich machen kann, was in etwa irgendwo ein Klon ist, zumindest zu einem Moment. Und wir am Ende ja, ganz viele Bobs treffen und ja, dann eben auf der Suche sind nach einem Planeten für die Menschen. Doch recht schnell merken wir natürlich, dass das auch zu Problemen führen kann, wenn es da Bob 1, 2 und 3 gibt. Und da kommen wir zu einem Punkt, den ich einfach grandios fand. Und zwar waren das Anspielungen auf Filme und Serien aus unserer Zeit. Also man sieht, dass der Autor definitiv auch Lust hat auf Serien und Filme unserer jetzigen Zeit. Denn es gibt dort Homers, inspiriert von den Simpsons. Es gibt einen Khan, es gibt einen Hannibal, es gibt sogar einen Ned Stark. Einfach grandios. Ich fand das so Hammer, wie sich alle Charaktere irgendwann, weil sie ja alle irgendwie den gleichen Ursprung haben, natürlich ist der eine Bob dann schon gedanklich weiter als sein Datenabzug und so hat auch jeder so ein bisschen seine Eigenheit und das war, also es war einfach großartig. Es hat mich total gepackt, gefesselt, es war spannend, es war lustig, es war technisch, es war genügend
Erklärung, wie das alles tatsächlich funktionieren könnte, dass man einfach glaubt, das ist so. Und diese vielen Unterhaltungen zwischen Bob 1, 2, 3, 4, 5, die da natürlich alle anders heißen, und wir begleiten eben auch die verschiedenen Bobs auf ihren Reisen, weil jeder irgendwas anderes erkundet. Und man muss natürlich so mal ein bisschen überlegen, oh, welcher Bob war das jetzt? Wo befindet er sich gerade? Aber der Perspektivwechsel war sehr, sehr gut gelöst. Dadurch, dass sie auch sprachlich so ein bisschen unterschiedlich wurden. Und ich hatte unglaublichen Spaß mit dieser Geschichte. Es ist eine grandiose Idee. Es ist witzige Science Fiction, die ich wirklich großartig fand. Und wenn im Grunde künstliche Intelligenz sich selbst in Frage stellt oder ja im Grunde nicht versucht, irgendwie zu Gott zu werden, das war Hammer. Also ich fand das wirklich total großartig. Auch dieses Gedankenspiel künstliche Intelligenz, wie weit ist das von dem Menschen weg? Und was macht einen Menschen lebenswert und menschenswert? Und was macht uns zu dem, was wir sind? Und was unterscheidet uns irgendwann von Bob? Und obwohl er ja eigentlich mal ein Mensch war. Und also es war total verwirrend, es war total crazy. Und ich fand es wahnsinnig gut gemacht. Es hatte unglaublich viel Ironie und Sarkasmus, was ich einfach absolut gefeiert habe. Und auch einfach, ja, was Bobs Leben irgendwie dazu geführt hat, um ihm Antrieb zu geben, um überhaupt Planeten zu finden. Warum will er die Menschheit retten? Und das setzt uns halt auch so einen Spiegel vor. Und das war unglaublich toll von Dennis E. Taylor gemacht, dass ich war wirklich total gefesselt. Ich habe das Buch, glaube ich, in 2 Tagen weggesuchtet und war wirklich hin und weg und total überrascht, was ich in diesem Buch bekommen habe, und war wirklich total fasziniert davon. Sehr cool ist natürlich auch, dass man merkt, dass der Autor absoluter Star Trek-Fan ist und auch natürlich Star Wars, was ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten damit hatte, da ich da eben gar kein Nerd bin, gefühlt noch nicht mal alle Filme gesehen habe, aber das tut überhaupt nicht zum Abbruch, weil es einfach solche Momente sind, an die man sich eben einfach sowieso irgendwie erinnert, was man schon irgendwo mal gehört hat. Ja, er bezieht sich auch gerne auf andere Filme. Wir haben da eben auch zum Beispiel Herr der Ringe. Wir haben natürlich auch die Serie Game of Thrones, auf die es sich bezogen wird. Und das ist so lustig gemacht, wenn man das so entdeckt. Und dann versteht das so ein gewisser Kreis von Bob, hat den gleichen Humor wie den, der den Witz macht. Andere gucken skeptisch und sagen, ach, wir haben schon lange keine Filme mehr geguckt. Ach, einfach. Und spätestens, wenn wir aufbrechen nach Vulkanien, da muss ich dann, glaube ich, gar nichts mehr sagen. Also es war einfach grandios. Es war ein toller Schreibstil. Er war witzig, er war modern, er war schnelllebig. Er hat sich natürlich so ein bisschen anders lesen lassen, als man es vielleicht von einem echten Roman erwartet. Weil wir haben hier natürlich irgendwie Roboter, die uns ihre Geschichte irgendwie erzählen. Das war wirklich ganz, ganz toll gemacht. Und dass man eben so diesen Unterschied zwischen Roboter, der künstlichen Intelligenz und eben den echten Menschen merkt. Und es war einfach natürlich schon technisch, es wird einem natürlich erklärt, wie das mit dem ganzen Universum so funktioniert, wie da verschiedene Reisevarianten gewählt wird, hallo meine Hübsche, wie es funktioniert, dass eben der Kopf oder das Gehirn dann eben irgendwie angezapft wurde. Das ist natürlich alles was man irgendwie, ja, natürlich erfährt, was einem von einem mitgenommen wird, wo man näher gebracht bekommt. Aber das war in keinster Weise zu technisch. Also vielleicht ist es tatsächlich manchmal zu wissenschaftlich. Ich fand es persönlich aber gar nicht der Fall. Wenn man so ein bisschen mitdenkt und mitliest und sich ein bisschen eindenkt, finde ich, dann kam man wirklich sehr, sehr gut mit den Erklärungen zurecht. Und ich fand das wirklich toll. Mir hat dieses Buch ganz viel Spaß bereitet. Alleine dieser ganze sarkastische Humor, das war genau mein Ding. Und ich habe mich wirklich zum Teil weggeschmissen. Und natürlich dennoch auch nachgedacht über verschiedenste Dinge, die in dem Buch so ein bisschen aufgeführt wurden. Was eben auch einfach Ziel der Geschichte ist, dass man mal so ein bisschen in sich geht und über das Menschenleben im Grunde auch nachdenkt. Und auch hier spreche ich eine absolute Empfehlung aus. Wer so ein bisschen lustige Science-Fiction mag und auch keine Angst vor ein bisschen Wissenschaft, Technik hat, der ist hier absolut richtig und wird hier auf jeden Fall seinen Spaß haben. Ja, nach dieser Highlight-Woche, gefühlt 3 von 4 waren Highlights, komme ich zu einem Buch, das mich leider ein bisschen enttäuscht hat. Und zwar Palace of Fire, die Kämpferin von C.E. Bernard. Ja, das ist der 3. Teil und somit auch Abschluss der Palace-Saga, die ja mit Palace of Glass begonnen hat, weiterging mit Palace of Silk und ich alle 3 Bücher jetzt relativ kurzer Zeit gelesen habe. Ich weiß gar nicht mal, wann der erste erschien. Ich glaube, der war relativ früh da.
Man konnte jetzt, glaube ich, innerhalb von einem halben Jahr, wenn überhaupt, alle drei Bände weglesen. Ich glaube, jetzt sind wir ja im Juni, Juli. Ich glaube, so im zweimonatigen Abstand sind diese Bücher erschienen. Ich habe sie auch alle hier hinten im Regal stehen sehen, also auch super vom Buchrücken aus. Und ja, ich habe sie deswegen auch als Buch, weil der erste Teil für mich ein absolutes Highlight war. Mir hat die Geschichte in dieser Welt unglaublich gut gefallen, denn wir begleiten Rhea, eine junge Frau, in einem England in naher Zukunft, wo es eben Magdalenen gibt, die ja durch Berührungen eben Gedanken lesen können, auch diese Gedanken beeinflussen können. Und aus diesem Grund ist in England dieser Zeit eben verboten, dass man sich anfasst, beziehungsweise alles immer nur mit Handschuhen und einer ja, Verdeckung irgendwie möglich ist. Ja, man kann sich so ein bisschen drüber streiten, ob man eine Zukunftsvision so ein bisschen bestückt mit Mittelalter, denn die Kleidung, die getragen wird, erinnert schon eher ans Mittelalter. Es ist alles groß und wallig. Und man könnte sich auch fragen, warum muss denn die Zukunft eigentlich so einen Blick in die Vergangenheit geben? Ja, wir haben hier High Fantasy und ich fand immer, dass das für mich so ein bisschen die Erklärung war, dass eben alles schon ein bisschen anders wirkt als bei uns, einfach um es auch abzuheben und diese Welt uns näher zu bringen. Und das ist der Autorin im ersten Teil absolut gelungen. Wir treffen auf Rhea, die eben eine Magdalena ist, die allerdings zum Königshof kommt, um den Thronerben im Grunde zu beschützen, weil sie eine tolle Straßenkämpferin ist, die sich natürlich nicht als diese ausgeben darf. Und ja, sie wird dort eben am Hofe vor allerlei Aufgaben gestellt. Und der erste Teil hat mich wirklich absolut begeistert. Er hat mich mitgerissen. Es war mal eine neue Art von High Fantasy. Man merkt, dass man hier einfach auch wollte, dass Frauen eine große Rolle spielen, was eben laut der Autorin ja in vielen High Fantasy-Geschichten nicht der Fall ist. Und da gebe ich ihr durchaus recht. Auch wenn ich persönlich tatsächlich Frauen als Heldinnen manchmal sehr schwierig finde, weil ich finde, dass die auch immer sehr oftmals übertrieben dargestellt werden. Und das fand ich hier im ersten Teil eben überhaupt nicht. Ich fand den ersten Teil großartig. Ich mochte diese leicht ausschweifende Art des Erzählens. Dennoch war es modern und hat sich aber trotzdem so ein bisschen historisch angefühlt. Es war eine perfekte Mischung. Im zweiten Teil gab es dann schon Wendungen, die mir nicht mehr ganz so gut gefallen hat. Es gab ja verschiedenste Liebeswirrwarr-Kombinationen, wo ich so dachte, ach, das hat diese Geschichte eigentlich überhaupt nicht nötig. Und leider, leider gingen diesen Wirrungen und Irrungen im dritten Teil weiter. Ich weiß nicht, was irgendwie hier passiert ist in dieser Geschichte. Man hat so das Gefühl, dass die Autorin die Geschichte gar nicht selbst zu Ende geschrieben hat. Und damit meine ich jetzt nicht, dass das jemand anders getan hat. Aber von dieser wunderbaren Sprache aus dem ersten und auch zweiten Teil ist gefühlt im dritten nichts mehr vorhanden. Es wirkt teilweise sehr plump, sehr platt. Es werden alltägliche Schimpfwörter benutzt, wo ich dachte, naja, warum? Also natürlich wird in jeder Zeit wahrscheinlich geflucht, aber muss man das wirklich so primitiv machen? Zudem tauchen auf einmal Sexszenen auf, wo ich mir absolut an die Stirn greife und mir denke, wo kommt denn das auf einmal her? Und auch noch so, wie es geschildert wurde, habe ich gedacht, ich bin irgendwie im falschen Film bzw. im falschen Buch. Und ich habe gar nicht verstanden, was da eigentlich passiert und warum. Zudem gibt es hier drin eben auch eine Liebesgeschichte, die sich schon so im ersten Teil anbahnt, im zweiten weitergeht und natürlich auch hier so ein bisschen im dritten sich wiederfindet, bei der ich einfach nur den Kopf schüttle, die mir absolut nicht einleuchtet, ich unsere Protagonistin überhaupt nicht nachvollziehen kann, was sie da empfindet, warum alles so kompliziert ist, warum alles so verwirrend ist und warum sie nicht einfach diesen Typen, ja, im Grunde zum irgendwo hinjagt und einfach sagt, du verschwinde einfach, ich lebe mein Leben, wie ich es will. Sehr schön fand ich in diesem Buch, dass es eben auch durchaus sehr mutige Charaktere gab, die eben dafür einstanden, was sie sind, wer sie sind und warum sie das sind. Und das hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Auch mochte ich so ein bisschen die Zeit, wir sind im dritten Teil so ein bisschen in Berlin unterwegs und man kann sich das einfach wunderbar vorstellen, denn das schafft die Autorin in allen drei Bänden, dass man sich die Umgebung einfach ganz toll vorstellen kann, dass das sehr bildhaft ist, sehr lebendig ist, man mitgenommen wird und man wirklich auch von den ja, Straßenkampfarenalen bis hin zum Palast einfach ein Bild vor Augen hat. Auch die Charaktere bekommen bei mir ein Gesicht, was ich absolut gut finde, was auch wirklich durch alle drei Bände sich gezogen hat, was ich, also nicht gezogen im Sinne von in die Länge, sondern also, dass das einen begleitet hat. Das fand ich, hat die Autorin wirklich ganz, ganz, ganz toll gemacht. Aber es gibt für mich eben einfach diese Wendungen, die ich absolut nicht verstanden habe. Zudem ist hier gerade der Mittelteil auch unglaublich langatmig, wo man sich dachte, ach Mensch,
Wann passiert denn mal wieder was? Es gibt Probleme, die ganz groß aufgebauscht werden und man denkt sich, oh Gott, ist das irgendwie lösbar? Und am Ende sind die auf zwei Seiten im Grunde irgendwie erledigt und man denkt sich, hä? Dafür haben wir jetzt 50 Seiten trainiert und geübt und gemacht, damit in zwei Seiten irgendwas erledigt ist. Und dann gibt es eben auch ein Ende, das ich tatsächlich auch nicht so reinwürdig empfinde. Also es ist wirklich überhaupt kein gelungener Abschluss, wenn ich ehrlich bin. Es ist irgendwie schon ein gutes Buch, es hat auch wirklich viele gute Seiten, aber im Vergleich eben mit dem ersten Teil, und damit muss ich dieses Buch einfach messen lassen, ist es bei mir wirklich, oh, also wirklich nicht sehr gelungen. Also es ist wirklich eine stetige Abseitskurve. Das beste Buch ist in dieser Reihe definitiv der erste Teil für mich. Ja, was ich sehr, sehr schade fand. Ich hatte den Verdacht darauf, dass es eine Highlight-Reihe werden könnte, weswegen ich sie eben auch in diesem Format jetzt schon im Regal stehen habe. So im Nachgang dachte, denke ich mir, ach, das E-Book hätte wohl auch gereicht. Ja, wobei ich sagen muss, ich habe den ersten Teil geschenkt bekommen, den zweiten Teil habe ich gewonnen und der dritte Teil ist jetzt ein Rezensionsexemplar. Ja, ich vermute mal, dass die einfach im Freundeskreis ein bisschen wandern werden zu jemandem, der die ganz, ganz toll findet und sich dann hoffentlich jemand darüber freut, sie im Regal stehen zu haben. Aber ich finde es unglaublich schade. Und ich weiß eben auch nicht, was hier passiert ist, dass das so ein komischer dritter Band geworden ist. Zudem war ich sehr überrascht, dass ich das Buch in Münster bei Thalia unter Erotik gefunden habe und so dachte, hä? Was hat diese Geschichte denn bei Erotik zu tun? Denn der Penhaligon Verlag ist nicht unbedingt dafür bekannt, dass er erotische Geschichten herausbringt. Also ja, natürlich Heine und sowas, keine Frage. Aber eigentlich nicht der Penhaligon Verlag, der schon eher eigentlich für High Fantasy steht oder für ja ein bisschen hochwertigere Literatur. Ja, finde ich sehr schade. Also bin ich wirklich enttäuscht. Natürlich war er irgendwo gut. Das ist gar keine Frage. Aber im Vergleich zu dieser Reihe, zu dem Auftakt, was ich erwartet habe, bin ich tatsächlich schon enttäuscht, was ich da als Abschluss bekommen habe und finde das unglaublich schade und Ja. Aber gut, manchmal ist das natürlich so. Es kann halt, wie gesagt, nicht immer alles ein Highlight sein. Ja, das war es soweit lesetechnisch. Ich habe natürlich aus diesem Grund sehr, sehr viel gelesen, weil ich aktuell eine absolute Serienflaute habe. Ich irgendwie mich nicht so auf Netflix anfixt, dass ich es mir anschauen würde, auch irgendwie auf Amazon. Ja, es gibt die ein oder andere Serie auf der Watchlist, aber ja, nichts, was mich irgendwie anfixt. Ja, vielleicht habt ihr ja irgendwie Empfehlungen, absolute Serientipps, dann natürlich immer mal gerne her, besonders halt Netflix. Gerne auch noch Sky Go habe ich noch und ich habe auch Amazon Prime. Wenn da irgendwie eine Serie ist, die jemand absolut feiert und mir das Gute verkaufen kann, dann gucke ich mir das mal an, aber aktuell ja, kann es mich irgendwie nicht so hinziehen. Was vielleicht auch einfach im schönen Wetter liegt und man einfach doch gefühlt mehr draußen ist, mehr die Sonne genießt, auch abends den lauen Abend genießt und auch einfach mit Freunden irgendwo am See sitzt, als dass man dann irgendwie eine Serie guckt. Ja, vielleicht muss man auch diese Flaute irgendwie einfach mal überwinden und sie einfach mit tollen Büchern sozusagen im Grunde einfach ausleben und ja, es war also, wie ihr seht, buchmäßig schon eigentlich eine sehr, sehr gelungene Woche, bis auch mit diesen etwas floppigen Ausreißer nach unten, was ich wirklich nach wie vor noch sehr, sehr schade finde. Aber sonst kann ich alle drei vorangegangenen Bücher absolut empfehlen und stecke jetzt natürlich schon in der nächsten Bücherwoche drin mal gucken, wie die noch so wird. Und was da noch so ein bisschen passiert. Ja, das war es nun auch schon von mir. Ich glaube, viel mehr gibt es zu dieser Bücherwoche auch gar nicht zu erzählen. Ich denke mal, dass euch in der nächsten Woche natürlich das Neuzugänge-Video für Juli im Grunde erreichen wird. Und auch der Vlog von Münster, den ich jetzt einfach mal noch so ein bisschen schneiden muss. Und das ist ja immer so keine Kunst, die ich gut beherrsche, also einen Vlog schneiden. Aber ich denke, für ein paar Eindrücke von dem Treffen und von Münster wird es, denke ich, auf jeden Fall auch reichen. Und ihr seht dann natürlich auch bei den Neuzugängen die Ausbeute, die ich in Münster gemacht habe. Und das war's nun von mir. Ich wünsche euch ein sonniges Wochenende. Ich wünsche euch einen tollen Tag, einen schönen Abend und auch ein entspanntes, sonniges Wochenende. Denn ich werde das sonnige Wochenende auf jeden Fall genießen. Ich bin einfach ein Sommerkind und genieße auch Wetter über 35 Grad. Ich habe damit überhaupt kein Problem und hoffe, euch geht es auch so. Ansonsten wünsche ich euch natürlich ein schattiges Plätzchen.
Danke euch jetzt fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.